Liebe Leute, herzlich willkommen nach der Star Wars Folge. Was folgt jetzt? Kapitel 4? In die Tiefen? Die Tiefen? In die Tiefe? Irgendwas davon wird es gewesen sein. Und was kann der Pinsel jetzt Neues? Ja, ist wieder stärker an uns gebunden. Ich dachte, wir haben was gelernt. Ja? Ah. Machen wir doch auch immer. Drücke B oder Steuerung oder Y. Aha. Jump. B oder Steuerung. Mhm. Okay. Überwinde kleine Lücken und falle aus großen Höhen. Na endlich. Guck mal, kannst du gleich mal nach links, glaube ich, testen, ob das geht. Guck da. Das ist mein Jump. Schwamm du mal? Gibt's ja. Naja. Ich weiß, bin halt ein Pinsel, ich ne? Ich weiß, das war Spaß. Die Macht dieser Makel ist größer als alles, was uns bislang je untergekommen ist. Sie standen, als Shikori den Pinsel hatte. Und nun erscheint sie selbst in ihnen. Ich habe Angst, mich dem zu stellen, was das bedeuten könnte. Ich befürchte, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich würde gerne hier noch ganz kurz was gucken. Ja, ich glaube, hier können wir bestimmt das Thema ausprobieren. Ich will gucken, ob wir hier irgendwie... Hier rüber können wir jetzt springen. Ja, um das Paketchen zu holen. Haben wir uns letzte Folge noch gefragt. Ja, yes. Stark. Elf. Was? Ein Elf. Eine Elfenmütze. Keine Zwölf. Nein, der Elf, nicht die Zwölf. Ich hab deinen Witz verkackt, ich weiß. Ich mach das gerne. Ich glaub, mehr von diesen Dingern gab's da nicht. Nee. Wir können jetzt hier nämlich. Deswegen ist es so gebaut, dass man hier abkürzen darf und nicht den ganzen Sumpf nochmal rumsumpfen muss. Okay, Shikori, was ist geschehen? Was hast du getan? Ja. Warum? Nee, dürfen wir nicht. Okay, also. Das ist auch verboten. Aber nett, dass man es theoretisch darf. Ich finde es ein bisschen strange, dass man immer alles zurücklaufen muss. Ich glaube, irgendwo hast du uns in den Kommentaren erzählt, wie man immer... Es gibt irgendwie die Möglichkeit, sich zurückzuporten. Ja, aber dann wie? Nachmittags mal. Aber ich glaube über die Telefonzelle auch? Ich weiß nicht mehr, welcher... Das Ding ist, bis ich es jetzt gelesen habe... Es ist echt weit. Also wirklich weit von hier aus. Also mal versuchen, ob einer an seiner Telefonzelle, sonst muss er einfach marschieren. Okay, dann gehe ich nochmal zu einer Telefonzelle. Bin mir aber echt gerade nicht sicher. Ich meine, irgendwo, irgendjemand hat das geschrieben und ich dachte, oh, das könnte nützlich sein, das sollte ich mir merken. Das sind ja nur, warte mal, ein paar Folgen, die ich jetzt hier durchchecke. Warte. Das Gute ist, ich bin jetzt doch nicht zur Telefonzelle gegangen. Wir können ja jetzt auch springen, das heißt, es geht hier manchmal auch schneller. Könnte das denn hier stehen? Ah, genau. Es läuft gut. Zur Not hat man eine Rücksetzfunktion im Menü. Option Teleport nach Mittagsmahl. Check das mal. Aber Zurücksetzfunktion klingt eher nach, ja, guck, wenn man sich festgesetzt hat. Menüoptionen? Ich glaube, man soll dann schon eher laufen. Zur Not steht ja da auch. Jetzt müsste hier irgendwo Option Teleport nach Mittagsmahl stehen. Nur, dass wir es mal gesehen haben. Okay, wenn es so tief weggeht. Das Kämpfe überspringen, ja. Nö. Wenn nur ein Problem auftritt und du stecken bleibst, genau. Aber das heißt... Ein Sicherheits... Naja, das deswegen. Also ich glaube, das ist okay, nicht so gedacht, dass man es... Lauf mal, dann musst du, glaube ich, aber mal so weit. Aber kommen wir jetzt hier vielleicht auch hoch. Maybe. Als Abkürzung, ich gucke ich ganz kurz. Nee. Nee. Flussschlurf! Du musst mir diese Dinger bauen, dann bin ich. Ah, ja, aber das ist immer. Oh, du bist ja schon da. Das Ding ist, das nervt, was mich immer nervt, dass der. Immer die Größe verändert. Der Vollmond. Ah, genau, das hat sich. Aber das haben wir noch nicht, glaube ich. Hm. Oh, Telefon! Hallo? Du bist... Hallo? Hey, hier ist Salz von der Kleiderbörse. Ich versuche es gerade mit einer neuen Telemarketing-Strategie. Aber ich habe von niemandem eine Telefonnummer, also rufe ich einfach irgendwelche Telefonzellen an. Und danke, dass du die erste Person bist, die rangegangen ist. Wir haben ein brandneues Produkt im Angebot, das dir sicher gefallen wird. Hast du jedes Gefühl gehabt, zu viele Klamotten zu haben? Es ist immer so mühselig, sie alle zu sortieren, habe ich recht.
Naja, aber jetzt musst du dich nie mehr darum sorgen. Unser neues Produkt wird all diese Probleme lösen und sogar noch mehr. Dein Leben wird einfach toll sein, versprochen. Besuche die Kleiderbörse im Buffet und überzeuge dich selbst. Cool, das machen wir irgendwann mal. Wenn wir da vorbeikommen. So, Vollmond. Gucken wir ganz kurz. Wir haben Halbmond. Das ist kein Vollmond. Das ist richtig. Aber es heißt Mondschwert. Deshalb vermute ich, was das sein soll. Test es einfach mal. Mach ich, aber ich gucke gerade. High Moon? Nee, besser wird's nicht. Ich glaube nicht. Aber was war das? Er hat nur gesagt Vollmond. Achso, das heißt, ach, vielleicht oben haben wir oben. Ja. Garantiert. Einen halben. Nee, das waren alle. Dann noch nicht, dann später. Ja, stimmen. So. Rocker. Sagt er, nee. Der Vollmond ist da. Ja. Blablabla. Das heißt, wir brauchen noch oben die andere Hälfte. So nett. Ich kann ja nicht mal diese Bahn bauen, weil ich jedes Mal. Man wird immer zurückgesetzt. Ah, nein. Da geht's rein. Okay. Oh, hey, Pizza. Hast du dich um den Sumpf gekümmert? Chicorée. Ich habe etwas gesehen. Du warst dort im Sumpf. Und du hast ein paar Dinge gesagt, die. Brombeere glaubt, es ist mit dir verbunden. Doch es war nicht echt, oder? Oh nein, jetzt verfährt sie wieder in Angst und Depression. So, das hat Brombeere also gesagt. Stopp, können wir das unterbrechen? Dann hat es wohl keinen Zweck, es länger zu verbergen. Chicorée, was ist hier los? Ich bin völlig verkorkst. Was ist hier los? Bist du nicht? All diese Makel. Sie sind nicht einfach nur mit mir verbunden. Sie entspringen in meinem Innersten. Ja, Depression, Ängste. Ich kann sie nicht aufhalten. Sie offenbaren all meine schlimmsten Gedanken und Ängste, enthüllen schreckliche Dinge. Aber es ist nicht echt, stimmt's? Du hast dort gesagt, es sei ein Witz. Ich verdiene den Pinsel nicht. Doch das ist nicht, was du wirklich denkst, richtig? Du findest, ich sollte die Farben bringen? Du glaubst an mich, nicht wahr? Ich werde nicht damit fertig. Aber... Es ist mir egal, wer die Farben bringt. Es spielt keine Rolle. Lass mich einfach in Ruhe. Wie kannst du nur sowas sagen? Ich hab's für dich getan. Ich dachte, wir könnten Freunde sein. Ich kann nicht glauben, dass ich zu dir aufgesehen habe. Ach, wir verstehen aber auch gar nichts. Pizza, komm schon. Chicorée, es tut mir leid. Geh einfach. Das hätte ich nicht sagen sollen. Verschwinde. Ich habe übrigens nicht gedrückt, nur ja, sondern sie, es geht sie, von alleine, weil sie wird immer unterbrochen. Sie. Oh, guck mal da! Sie sägt uns das Wort ab, nein, sie schneidet uns das Wort ab. Da versuch's nochmal, ich glaube, geht nicht mehr. Können nicht mal rein. Verschlossen. Okay. Jetzt treffen wir bestimmt hier irgendwo auf Brombeere. Oder was anderes. Ha, ich habe ihn schon eingefärbt. Post. Was ist das? Liebes Farbenkind, die Käfer von Festmahl bitten dich untertänigst um deine Dienste. Besuche uns in den Tiefen der Futterhöhlen, am Rand von Dinner, der Stadt im Norden. Hochachtungsvoll Königin Sonnentau. Das ist so cute immer gemacht. Ich hatte eigentlich mal wieder Bock auch auf eine Farblektion. Außerdem will ich unsere Bilder mal in die Welt hängen. Jetzt erstmal habe ich vergessen, wo wir hin müssen. Im Norden. Irgendwo bei Dinner. Haben wir noch nicht. Hier. Irgendwo wahrscheinlich. Nee, was haben Sie gerade gesagt? Besuchen uns im Norden. Besuchen uns im Norden irgendwo bei Dinner. Ja, in der Höhle. Aber die haben wir noch nicht. Genau, aber ja gut, es wird ja jetzt logischerweise, wenn wir irgendwie... Es wird irgendwo... Kommen wir dann... Hier können wir vielleicht jetzt rausspringen. Du kannst diese Lücke jetzt, ja, das ist es. Knabbertunnel durch und dann rechts noch in den Pfad. Also ich meine, das Spiel wird ja immer nur die Möglichkeit... So ist das jetzt eigentlich das Leinwand Nummer 4. Wir haben erst 3 gemalt. 2 gemalt. Das von... Wir haben ja 1 für... Ich wollte hier mal gucken, wir haben doch...
jetzt, ja, können wir auch mal ein bisschen mehr einstellen. Ja, es ging doch irgendwie, aber wo, wie? Wir haben es, glaube ich, nicht mitgenommen. Doch. Haben wir Die haben uns doch schon eins ausgesucht. Aber ich weiß nicht, wie und wo man das macht. Ich dachte, wenn man sich hinsetzt vielleicht. Ne, hier ist aber nur das. Gibt's hier oben? Pinsel. Deko. Hier nämlich, siehst du? Bodenmusik, Sitze. Langweilig. Sei leiser. Ich kann nichts mehr tun. Kann ich hier mit interagieren? Ah! Das hat Chicory für uns gemalt. So, wir mögen nämlich, ich liebe Pilze. So, dann machen wir. Oh, ich kann auf. Jetzt ein Deckchen. Wir brauchen Tischgegenstände hier. Ja, komm, jetzt sei nicht gleich genervt. Nee, nur müde. Das sind so Sachen, die mache ich nie ins Spiel. Aber ich finde, man sollte immer alles zeigen, was so möglich ist. Ja, das machst du super. Ja. Ich baue uns einfach rustikal hier. Ich denke halt schon an unser Dinner. Ach, hier darf man sich hin. Wir haben heute ja tatsächlich eine leckere Pizza. Also thematisch alles richtig gemacht heute. So. Super. Mal schon mal einen Anfang. Ne, guck mal, wir haben auch alles einfärben jetzt. Lenschen, Lenschen. Zumindest alles hier. So, das können wir. Und dann habe ich gesehen, warte mal. Wir können aber auch. Ich muss das Fenster einfärben, jetzt habe ich Chicory. Man kann nämlich auch. Pizza eingefärbt. Garten. Garten machen. Ah, das geht noch nicht. Können wir noch nicht. Aber wir können uns hier schon so schön Liegestuhl hinstellen, so daneben. Toll. Hier. Und dann können wir uns machen. Man kann es aber auch lassen. Lagerfeuer. Das ist wunderschön, ey. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dann machen wir uns noch ein schönes Schlafsäckchen daneben. Also, ich finde schon. So. Ich weiß gar nicht, was du hast. Eine blaue Flamme, ja. Nein, man kann das Feuer nicht anmalen. So. Ah, geil. Okay. Wo? Hast du dir gemerkt, wo du lang musst? Ja. Oh. Wie ist das hier? Oh, hi. Du hast diese Möbel aufgestellt, richtig? Wirklich toll. Ich bin sowas wie ein Wandervogel. Ich liebe es, neue Orte zu besuchen. Sagt die Schildkröte. Aber noch schöner ist es, wenn es dort dann ein gemütliches Plätzchen zum Ausruhen gibt, so wie hier. Dieser Ort hat förmlich darum gebettet, dekoriert zu werden, was? Ich bin immer begeistert, wenn ich einen neuen Ort suche. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Bitteschön. Das hättet ihr jetzt ohne Jenny nicht gekommen. Ja, ich weiß, wo es lang geht. Aber ich dachte, ich gehe nicht hin. Mit der Nase nach. Ich bin ein paar Bübchen. Ah, wir müssen durch die Höhle, ne? Nee, wir konnten wir nicht hier. Nein, nee, stimmt, wir müssen durch die Höhle. Und dann gibt es jetzt einen Ausgang, den wir schon mal angefangen hatten. Hier. Ja. Genau, da war noch unser Fragezeichen. Das können jetzt. Wird jetzt Blümelrand. Braun. Ach, geil, wenn man mit einer Blume das gedrückt hätte, dann macht er ganz viele Blumen. Hier kann man auch runter, wieso sollte man das wollen? Ja, was hab ich hier denn? Nö. Ach, du hast diese Punkte. Die kann man dann einzeln setzen, ich hab die bisher immer nur so gemacht. Schnell weg. Nein! Also, die Farben so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ah, das ist, falls man runterfällt, alles klar. Wir können auch hier bestimmt rüberspringen. Ich mach nochmal größer. Okay, hier müssen wir zack. Wieder zack. Ah, jetzt kann man auch so Kanten überwinden. Und das ist immer, falls man runterfällt. Das finde ich gut vom Spiel. Oh, hier ist vorsichtig. Mehr Deko. Also wenn man erstmal
sprühen sollen. Ein bisschen. Hey! Herzlich willkommen! Okay, Josh färbt die Umgebung ein, ich laufe. Das ist eine gute Arbeitsteilung, aber. Oh Gott! Das ist das Dinner. Ich bin gut, das ist unsere Schwester. Das ist unsere Schwester? Ja klar, sie hat doch erzählt, ich bin die unsere große Schwester. Oh, Pizza! Was führt dich in die große Stadt? Besonders wichtige Farmkind-Angelegenheiten? Ich denke schon. Komm und iss einen Happen mit mir. Dafür kenne ich einfach den perfekten Ort. In Bildschirm ausgedrückt, nur noch einer nach oben von hier aus. Ich treffe dich dann dort. Meinst du, die können uns umfahren? Ja, bestimmt. Guck mal hier. Ich will das. Was? Besuche meine Party auf dem Dach. Das ist dieser Bastisensäge. Vielleicht. Den Zettel oder was? Mhm. Ah, hier wollen wir dann Pizza. Ist das Zufall oder nicht? Boah, wollen wir jetzt Pizza essen? Hey! Ich kann es kaum erwarten. Hey, Pizza. Du siehst irgendwie fertig aus. Hm. Oh, ich schätze, das bin ich auch. Es geht um Chicorée. Oh meine Güte, nein. Hat sie etwas Fieses zu dir gesagt? Soll ich sie zusammenschlagen? Sie ist unsere große Schwester. Nein. Es soll heißen, ja, hat sie. Aber du solltest sie nicht zusammenschlagen. Wenn du das sagst. Ich schätze, sie hat wohl... Sagst du das gleich? Weiß ich nicht, da ist kein Strich. Ich glaube, das sagst du. Ich schätze, sie hat wohl im Moment auch ziemlich viel um die Ohren. Wenn man bedenkt, was gerade los ist. Ah, sagst doch, du. Hast du. Ich hoffe, mit dir ist alles in Ordnung. Doch ich würde mir keine Gedanken darum machen, was sie gesagt hat. Du bist das netteste und coolste kleine Farmkind, den das es je gegeben hat. Und ich sage das nicht nur, weil ich deine Schwester bin. Ja, wie das Spiel mir auch nochmal unter die Nase reibt, dass Jenny recht hat. Ne? Natürlich. Ich hab dich lieb, Pizza. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich zum Fressen gern. Du weißt, dass ich immer für dich da bin. Oh. Ja. Danke, Clementine. Eigentlich hätte jetzt mit diesem Herz ist also die Ablende. Sagst du jetzt. Oh, wolltest du noch einen Hub mit mir essen? Nee, oder? Ach nee, doch wieder. Es ist nicht eindeutig, Freunde. Okay, los geht's. Hallo? Ah, so genau richtig. Ich habe komischerweise noch nie von diesem Laden gehört. Wie läuft das Farbenbringen? Um ehrlich zu sein, ist es ganz schön anstrengend. Chicorée geht es schlechter als zuvor und die Käferkönigin braucht meine Hilfe oder so. Und aus der Imbiss-Galerie sind Gemälde verschwunden, ganz zu schweigen davon, dass sich überall verirrte Kinder herumtreiben. Haha, du konzentrierst dich zu sehr auf die Probleme anderer. Oh, tue ich das? Ja, du neigst dazu, zu einem Ja zu sagen. Aber weißt du, manchmal ist es nicht schlimm, auch Nein zu sagen. Es ist alles anders, weil ich jetzt den Pinsel schwinge. Ich darf sie doch alle nicht enttäuschen. Warum nicht? Clementina, ich glaube nicht, dass du das wirklich verstehst. Auch Farmkinder brauchen mal eine Pause, weißt du? Ganz der Vater. Darf ich kurz zwei Sachen dazu sagen? A, ja. Zum Nein sagen fällt mir ein, spielt oder guckt Say No More. Auf diesem Kanal. Und B, zu diesem auf Helden müssen sich mal ausruhen, schaut Minute of Island auf diesem Kanal. Richtig, irgendwie war das gerade so passend. Danke. Du musst dir ein bisschen Zeit gönnen. Aber wie soll ich das denn machen? Hey, Entschuldigung. Du bist doch das Farbenkind, ja? Alter, wir versuchen uns gerade zu unterhalten. Oh. Nun, also, was ich sagen wollte. Meine Happen sind einsame Spitze, habe ich recht? Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Marketing. Etwas Publicity wäre nicht schlecht. Da habe ich mir gedacht, wenn du schon hier bist, könntest du ein Logo für mich entwerfen? Yes! Waren denn nicht alle so? Eigentlich schon.
Kein Wunder, dass du so gestresst bist. Also, lass mich dir ein wenig helfen. Ich könnte ja auch etwas kritzeln. Und dann fügst du einfach so viel oder so wenig hinzu, wie du es für richtig hast. Das macht sicher Spaß, stimmt's? Sowas von. Okay. Okay, du bist dran. Geil. Ah, so, also, wie nennt man sowas? Wenn man quasi, es gibt einen Namen dafür, man aus so Scribbles. Ja, also. Also, es gibt kein richtiges. Egal. Aber es gibt, es ist eine relativ bekannte, ist halt so eine bekannte Übung, die man machen kann, ne? Mhm. Auch so gekritzelt ist dann halt irgendwie fortzuführen. Jetzt bin ich gespannt, was ich denn hier daraus machen kann. Das finde ich schön, weil es fordert dich immer auf eine andere Art, ne? Es gibt hier nicht so ein weißes Blatt. Die Renner werden ja nie ganz rum. Aber sie leicht in Pizzeria-Sounds hier hinten. Es gibt uns Gelegenheit, liebe Leute, uns ganz kurz darüber einig zu werden, was denn die beste Pizza ist, die man essen kann. Also ich hatte ja, wir haben heute Pizza bestellt. Ich hatte im Grunde eine Vendura, glaube ich. Wobei, nee, Vendura ist, glaube ich, mit gegrilltem Gemüse, das war nicht gegrillt. Ich hatte irgendwie so eine, das war auf meiner drauf. Die Käse natürlich, Mais. Ich bin großer Mais-Fan auf Pizza. Beziehungsweise die Frage ist in dem Fall dann auch weniger, was ist die beste Pizza, sondern was ist der beste Pizzabelag. Also ich bin ein großer Maisfreund. Brokkoli war auch drauf. Ja, kann man machen, finde ich. An andere Dinge kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, was Jenny jetzt sagen würde. Oliven? Yes. Aubergine? Aubergine? Ist deine schon in der Top-Liste mit dabei gleich, oder was? Mais mag ich aber auch gerne auf Pizza. Also, aber jetzt nicht in der Kombi. Also ich mag nicht Aubergine mit Mais. Nee, es geht hier völlig losgelöst voneinander. Ah. Einfach, was ist der beste Pizza-Belag? Mal das eine dickes Stückchen. Okay, ein kleines. Der Belag hier ist ganz schön im Peak, ey. Wenn man ehrlich ist. Aber baust du das hier gar nicht ein jetzt, oder? Doch, mach ich. Was daraus gemacht wird am Ende. Es gibt halt kein Schwarz, was mich total verwirrt, weil keine der Farben kommt ja an diese Farbe ran. Ja, weil du es nicht, weil ich glaube, das soll extra aber so sein, dass du es halt nicht. Doch, eigentlich kann man das ja so einbauen. Weißt du, ich wollte das jetzt so ein bisschen in den Belag nachmalen in verschiedenen Farben, aber das geht natürlich nicht so easy, wenn. Ja, aber du sollst, glaube ich, das quasi als Basis noch am Ende noch erkennen. Was weiß ich denn schon? So, das ist halt die Soße quasi. Aha. Der Käse kommt noch. Jetzt brauchen wir. Ich bin zwar Vegetarier, aber. Warte mal. Wir das haben doch hier Veggie. Den Kreis. Die zwei. Zwei. Hat der es nicht ausgemalt? Ja, das sind Zwiebelringe. Das sollte Salami sein. Ja, das sind Salami-Ringe. Also, zwei. Für den kleinen. Für den. Hey, ich habe die zwei weggemacht. Hier ist eine dicke Salami. Kann ich dir mal nicht dir damit helfen? Ja, bitte mal in diesem Brot die. Muss ich überhaupt immer rüberkommen? Ah, du hast die Striche aber noch aktiviert. Die gehen weg. Mach mal dasselbe gedrückt. Auf jeden Fall Mais ist dabei bei mir. Oliven finde ich auch nicht schlecht. Da bin ich dann aber eher noch bei Pilzen. Ananas. Ich sag's euch, wie es ist. Eine richtig leckere Ananasscheibe. Finde ich schon ganz geil. So, hier ist irgendwie kein. Hier brauchen wir auch noch Salami. So. Und als ich noch Fleisch gegessen habe, war meine Lieblingspizza tatsächlich auch einfach Pizza Hawaii. Das war schon ziemlich fein. Aber bei Ananas, da. Jetzt gehen wir irgendwie ins Detail. Da scheiden sich überhaupt die Geister, glaube ich. Ja, es kommt drauf an, mit was eigentlich, ne? Also Hawaii, genau, dann glaube ich, ist geil. Es gibt natürlich, es gibt ja so veganer Ersatz so für so schinkiges Zeug, dann finde ich das auch geil. Aber auf so einer Pizza mit anderen Dingen manchmal nicht. Nee, aber auch Ananas-Mais geht voll klar, finde ich. Ja, finde ich auch. Also mehr braucht es dann für mich auch nicht. Irgendwie schöne, ne? Schöne standard-tomatige Grundlage. Ich habe eine gute Idee mit dem Zeug. Ja. Kann man das nicht nehmen als. Warte mal, das sind die Punkte. Ich will die Punkte. Die Punkte nehmen wir jetzt als Käse. Ah, schön, schön. Und dann? Ja, ein bisschen Käse kann auch mal auf dem Teller mit drauf. Finde ich gar nicht verkehrt. Dann machen wir es weg. Und ja, da kannst du auch mit. Okay. Das finde ich nicht schlecht. Ja, so kann die eigentlich in den Ofen, oder? Total.
Tja, und jetzt die Frage, was muss auf eure Pizza drauf? Also als neben. Was ist das Dreieck? Fettkäse denn? Jetzt, vorwärts hier. Kann so ein Ofen. Die Kundschaft wartet schon. Okay, warte, wir machen das einfach auch noch als Salat. Ist halt eine große in der Mitte. So. Und das Blau noch in klein. Und dann in den Ofen. So. So eine Art Soße. Das haben wir hier überall. So, zack, zack, zack. Die gute blaue Soße. Mm. Fertig. Oh. Jawohl, ja, das ist es. Die Macht eures Teamworks. Sie hat das perfekte Logo erschaffen. Das hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich aber wirklich los. Viel Glück, Pizza. Und denk immer daran, es ist in Ordnung, auch mal Nein zu sagen. Hab dich lieb. Bis dann. Das ist schön. Das war nett hier. Hier wackelt es. Sagt Bigoni. Ich bin sicher, jetzt werden mehr Kunden kommen. Es wird jeden Augenblick soweit sein. Schau doch einfach später nochmal vorbei. Das ist hier der Laden. Ich hab eine Zappel voll. Ah, geil. Warte. Ah! Ich habe eine gute Idee. Warte. Nein, Jenny, stopp. Hier hin. Welche Farbe haben wir? Ist jetzt irgendwie markieren, dass wir hier nochmal wiederkommen müssen? Nee. Ach nee, ich wollte es nicht ändern. Ich wollte. Black. Lecker. Und dann machen wir hier so ein Pfeil hin, was wir nicht machen können. Ah, nicht das übermalen. Stopp. Sonst sieht es doof aus. Okay. Lecker. Naja, so, und jetzt können wir die anquatschen. Ach, die schon wieder. Ist dir auch aufgefallen, dass Happen ein merkwürdiger Name ist? Ich verstehe, dass es daran liegt, dass man Happen häppchenweise isst, aber... Schon gut. Also ich finde schon, dass man eine Pizza da drin erkennen kann. Ja. Roms und Kohl. Ich habe von diesem Laden noch nie gehört, aber urplötzlich mein Alle erst angesagt. Darum wollte ich ihn mir mal selber ansehen. Aber die Schlange ist so lang und ich habe so einen Hunger. Vielleicht hätte ich stattdessen lieber was weniger Beliebtes ausprobieren sollen. Ja, das sind mal die Krux, ne? Oh ja, die Schlange ist wirklich lang. Makrone! Makrone, ey! Nichts geht über einen perfekten Happen. Ich würde in jedem Laden gehen, von dem man hört, dass es dort einen guten Happen gibt. Würde aber auch in jeden Laden gehen, der einen schlechten Ruf hat. Happen ist Happen. Und ich liebe Happen. Kannst du dein Ding da wegnehmen? Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in einem Firmenlogo verlieben könnte. Doch nun ist es soweit. Du hast es mal wieder geschafft. Happen waren mir eigentlich immer relativ egal. Doch das liegt nur daran, dass ich sie noch nie mit deinen Augen gesehen habe. Pizza, du zeigst mir Schönheit in allen Dingen. Das ist witzig, dass wir Pizza heißen. Junge! Die Reise von hier nach Buffet hatte es ganz schön in sich. Ich habe mich wohl 6 oder 7 Mal verirrt. Doch nun bin ich endlich hier. Diese Warteschlange ist meine letzte Herausforderung. Dann kann ich endlich einen köstlichen Happen probieren. Sorry. Mama mia, schau dir diese Aufstellung an. Danke, dass du meinen bescheidenen kleinen Laden gerettet hast. Jetzt musst du mich aber entschuldigen. Ich muss Happen backen. Cool. Super, haben wir das auch geklärt. Oh, hier ist jemand Neues. Cool, jetzt können wir mal einen Meter weg weiter. Hey, was geht hier vor? Ich bin schon seit Jahren der Einzige, der in diesen Laden kommt. Und nun haben sie auf einmal ein Logo und eine lange Schlange? Mann, dieser Ort hat sich verändert. Sie haben ihre Seele für Kohle verkauft. Pa. Da brauche ich erstmal einen Happen. Der sieht aus wie Biff aus Back to the Future. Ja, passt hier auf die Nachfrage auf. Haben wir uns gemerkt, wo wir... Oh, da gibt es Post. Oh, ich will mal gucken. Die Party. Gibt es einen Brief für uns? Aha! Du bist es, das neue Farmkind. Nur auch Zeit, dass du auftauchst. Wir müssen uns über die Post unterhalten. Na dann. Artischocke? Oh, ich liebe Artischocken und getrocknete Kommt Tomaten auf einer Pizza. Drauf? Ich möchte Oliven, Artischocken und getrocknete Tomaten. Manchmal mag ich dazu noch gegrillte Aubergine. Was ist denn mit der Post los? Was ist mit der Post los? Sie bleibt stecken, das ist los.
Meine Mitarbeiter haben sich seit dem Verblassen der Farben nicht blicken lassen. Niemand muss die Post ausliefern. Okay. Und dieser jemand bist du. Hä? Warum ich? Weil du im öffentlichen Dienst beschäftigt bist. Ja, ist wirklich so. Mhm. Und außerdem reist du eh die ganze Zeit. Und es war dein Farbschwund, der uns das alles hier eingebrockt hat. Meiner? Nichts, aber jetzt nimm's schon. Du bekommst einen Postsack. Du bekommst zudem einen Brief. Einen Brief? Er ist an zwei Bildschirmen rechts von der Transitbank in Dinner adressiert. Ja, ja, wenn wir vorbeikommen. Zwei an der Transitbahn? Ja, interessiert kein Mensch. Und weiter. Du kannst es jederzeit auf dem Bildschirm sehen. So hat der Stand da, oder? Ja, ja. München. Ach, Josh! Mann, solche Nebenquests interessieren mich nicht. Jetzt ist mir doch egal. Ja, aber darfst du halt nicht mit meiner Kooperation planen. Übrigens, wir suchen doch eigentlich die Königin hier, ne? Joscha, das war nördlich des Dorfes, haben sie gesagt. Das ist nicht so, dass wir hier von Ort zu Ort... Ja, wir arbeiten uns hier entspannt durch, ich weiß. Wer war das? Oh, ein Brief für mich? Das geht mal schnell. Ja, ich hab ja gecheckt, wo es sein soll. Ah, oh ja, oh Gott, ja. Jemand namens Böhnchen hat meinen vermissten Sohn gefunden. Ich war ganz außer mir vor Sorge. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. So weit weg, in Mittagsmahl. Wie konnte er so weit weglaufen, armes Ding? Ich muss sofort nach Mittagsmahl. Vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Das war einfacher als gedacht. Hätte ich gar nicht so viel meckern müssen, das stimmt schon. Aber nicht noch einen jetzt holen. Boah, diese Jenny, ey. Also haben wir den ausgeliefert? Ja, haben wir. Er war für jemanden gleich in der Nähe. Guck mal, sind wir beleidigt. Bist du dir... Absolut, ja, okay. Stapel. Das finde ich gut. Ja, wir bekommen einen Haufen Briefe. Sehr toll. Gut. Ja, merkt sich doch jetzt wirklich keiner, oder? Ich glaube, über die stolpert man dann. Ah ja, kann man sich dann durchsortieren. Okay. Ha, sie halten an. Ist hier noch was zu entdecken, ne? Ah, super cool auf dem Party. Nur ein Bildschirm links von hier. Cool. Komm, wir gehen noch auf die Party. Ne? Hier. Was steht hier? Party. Ah, ich wusste es. So unangenehm. Oh nein. Wie heißt die Schlange? Avocado. Okay. Das ist was Leckeres. Warte mal, wir muntern Avocado auf. Wir malen mal so ein bisschen was. Und wir brauchen Herzen, ne? Nee. So, warte mal, wir tauschen. Aber nicht die Blume. Die Blume mag ich. Und die X marks the spot finde ich auch wichtig. Ja, so. So. Willkommen zu meiner... Nein, willkommen zu meiner Dachparty. Hast du meine Flyer gesehen? Um ganz ehrlich zu sein, was das meiste von Partys angeht, bin ich ein Neuling. Es kommen immer wieder Leute hier hinauf, doch wenn, dann sehen sie sie. Einfach linkes um und dann gehen sie wieder. Oh, ich hätte wahrscheinlich an Dekoration und Möbel denken sollen. Ich habe meine Lektion gelernt. Sam, wenn irgendetwas davon hast, solltest du auf jeden Fall hier ablegen. Yes, haben wir. Jetzt müssen wir denen hier noch die Party organisieren, oder was? Ja. Das reicht mir ja mal. Habt ihr hier gerade schon in eine ganze Blumenwiese transformiert. Gab Musik, ganz wichtig. Gute Party braucht Musik. Aber Musik haben wir nicht. Nein, ja. Diese Party stinkt doch. Guter Ärzte-Song. Barbecue, komm. Ja, sehe ich. Aber wir waren ja jetzt neulich, ne? Das erste Mal dieses Jahr auch wirklich auf einer größeren, nicht Veranstaltung, nicht, aber mit einer größeren Runde, irgendwie so ein kleineres Branchentreffen, Kollegen, Freunde. Das war ganz irritierend, so viele Menschen. Ganz auch ein kleines Barbecue. Ja, okay, ja.
gezogen bin. Ich sehe, dass es hier dieses tolle Dach gibt. Da ist meine Party super, sind fast ausgeflippt. Aber beim nächsten Mal erst Dekoration, dann Flyer. Okay, wir haben aber schon ein bisschen dekoriert. Ja, das reicht wahrscheinlich noch nicht. Wir brauchen wahrscheinlich noch andere Dinge. Ja, wir schauen später nochmal nach der Party, wie das hier läuft. Schreib mal hier hin. Schreib mal der Party hin. Oh, sorry. Und ich muss so lange schon mal eine knackige Abmoderation. Sowas wie tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann feiern wir weiter. What? Party. Cool. In Klammern cool. Ah, ist eine Klammer. So. Cool. Tschüss. Tschüss.